Das würde ich heute Abend schon noch zu Ende spielen. Ich glaube, dann war es das auch für heute. So wahnsinnig lang muss ich ja nicht machen. Wollte eigentlich nur mal eine kurze Runde Hearthstone. Geht dann ja immer. Anduin versus Anduin. The light shall bring victory. The light shall burn you. Ne, die brauche ich mal nicht am Anfang. Ich gebe mal alle zurück, damit ich mal vernünftig was ziehe. Hoffentlich habe ich jetzt keine blöde letzte Runde jetzt. Na, das fängt nicht so gut an. In der Fall will man am Anfang auch nicht sehen. Greetings. Das will man am Anfang Greetings. Alles nicht sehen. Und immer der verfickte Molten Giant. Also den habe ich auch ständig am Anfang. Erstmal will ich den eh nicht in meinem Deck haben. Und dann kriege ich ihn auch ständig am Anfang. Also jedes verfickte Mal. Kann der bitte mal gehen? Das sieht nicht gut aus, der Anfang der Runde. Da ein 4-7, ne? Habe ich mal einige Probleme mit. Aber vielleicht kriege ich in dieser Runde dafür dann den Molten Giant einigermaßen früh raus. Schauen wir mal. Ah, 4-9. Tach. Na, wird noch, glaube ich, mit dem Molten Giant. Komm, greife ich nochmal an. Dann kann ich wenigstens den Molten Giant demnächst rausbringen. Einmal geht noch. Ach komm. War nicht so eine Pussy. Greif mich an. Sollst mich angreifen. Einmal noch, komm. The gates are open. Na jetzt, ja. Geht doch. Drei haben wir dann noch. Well played. Thank you. Let's get physical. Quickly. Ein bisschen Board Control zurückgeholt. Hat sich der Molten Giant mal gelohnt und ich habe mich am Anfang noch beschwert, aber in diesem Spiel kam er genau richtig. Irgendwie spinnt mein Chat schon wieder. Entweder schreibt ihr nichts. Ja, genau. Ne, mein Chat spinnt. Ich wundere mich ganz, es schreibt schon wieder ewig keiner was, aber es liegt in meinem Chat. Habe ich gerade nicht aufgepasst, was er gemacht hat. Er hat den Imp Master rausgenommen. Thank you.
So Sau. Wenn ihr schreibt, ihr nichts. Ah, jetzt höre ich mich selber. Nee, mein Chat ist wirklich nicht. Aber ich kann den Chat, glaube ich, wieder lesen. Ja, das scheint es wieder zu gehen. Okay. Erstmal das blöde. Vier, fünf mal vorbei. Was spiele ich denn für sieben aus? Nochmal rausholen mit dem Ancient Brewmaster, wenn er wenig HP hat. Und ihn nochmal günstig ausspielen wieder. Also es geht alles noch, ein paar Möglichkeiten. Mind if I roll need? Den jetzt mal hochheilen, damit er nicht so niedrig wird. Jetzt habe ich noch 6 Mana. Mal gucken, ob er darauf eine Antwort hat. Truth is my shield. Schon wieder so ein Taunt-Heini. Aber selbst mit dem Taunt-Heini hat er keine Lust mehr. Okay. War eine coole Runde. Und nach dem schwachen Anfang hat der Molten Giant diesmal seinen Wert bewiesen. Gar nicht mal so schlecht. Ich wollte noch eine Runde spielen. Ich bin müde und will ins Bett. Ich will auch nur noch ins Bett. Es ist spät und ich habe zu viel gefressen und hab zu viel gesoffen. Und ich wollte nur noch die Arena-Runde zu Ende spielen. Und es geht noch so lange hier. Ich glaube, es hackt. Den Twilight behalte ich mal auf der Hand. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, würde ich mal sagen. So, guck mal. Gegen den Schurken endlich mal kein anderer Priester. Kann's nicht mehr sehen. Ist jemand injured? Na komm, ich spiel Minion aus. Am besten ein 2-1er. Nein, das ist ein Decker. Shrinkmaster mal ohne Value jetzt. Dafür kann ich den Twilight Drake in der nächsten Runde. Dann doch noch nicht. Dann greife ich erst an, bevor ich den Shrinkmaster ausspiele. So. Ich wusste nicht, dass man das machen muss. Aber anscheinend muss man. Engaging TC-130 Mental Dislocator. Lass mal traden wir. Let's get physical. Und dann.
der haben. Right away. Durch noch was geschrieben hier auf dem Tischstein. Autsch. Blöder Sack. Mit seinem Charge. Das wollte ich da nicht sehen. So. Den könnte ich dann wieder buffen mit Inner Fire. Da hätte ich einen 6-6er. Das wäre nicht so verkehrt für Inner Fire. Mal schauen. So, jetzt muss ich mal kurz in den Twitch-Chat schauen. So many options. Oh, so richtig weiß anscheinend der Schurke nicht, was er spielen soll. 5-5. Mana, aber anscheinend keine Idee. What to play? 6 Karten auf der Hand. So many options. Yeah, so many options. Ganz viele Options. Ganz, ganz viele Options. In der nächsten Runde spiele ich sonst Imp Master und Knife Juggler aus, was mal eine ganz coole Combo ist. Na gut. Also in der nächsten Runde, wenn ich ihn nicht heile, ist das Problem, dass er ihn killen kann. Und das würde ich eigentlich ganz gern verhindern. Leider habe ich... ich bräuchte 6 Mana, dann kann ich mit der Coin ein bisschen Action machen. Nicht ausspielen. Nehme ich den Silver hin? Nee, will ich auch nicht wieder heilen. Also heilen will ich auf jeden Fall. Machen wir es einfach zuerst. Dann spiele ich noch den Raging Warden. In der nächsten Runde dann vielleicht den Knife Juggler plus den Imp Master. Wenn es denn dann passt. Mal schauen. Den Drake kann er vielleicht immer noch killen, wenn er eine gute Waffe auf der Hand hat. Oder wenn er da den Stormpike, das Stormpike Commando bufft. Okay. Put this apple on your head. I am not a morning person. Der Knife Juggler macht seinen Job schön mit dem Imp Master. Ich hoffe, er kann den Twilight Drake jetzt in der nächsten Runde nicht killen, dann kann ich ihn erstmal wieder ein bisschen heilen. Das wäre ihm soweit ganz lieb. Okay. Der ist leider hinüber. Schaden. Squire, attend me. Ready, sir. Hopp. Gar nicht so schlecht. What you want? Hätte ich vielleicht sogar erst den ausspielen sollen und warten, ob er ihn trifft. Das habe ich
Ja, da habe ich erst anders gedacht. Ich habe erst überlegt, ob ich mit Lesser Heal den Imp Master heile. Deswegen habe ich eigentlich gar nicht dran gedacht. Es war erst gar nicht mein Plan, den Frostwolf Grunt auszuspielen, sonst wäre es natürlich geschickter gewesen, den Frostwolf Grunt erst auszuspielen und zu hoffen, dass der Knife Juggler den, wo ist er? Den Bloodsail Raider trifft. Es wäre geschickter gewesen, dann hätte ich halt nicht traden müssen. Aber ich hätte eigentlich erst vorgehabt, den Imp Master zu heilen. Habe mich dann kurzfristig anders entschieden. Also ein kleiner Missplay sozusagen. Na, naja. Geht schon. Kann man sich an dieser Stelle mal kurz erlauben. Jetzt, der Knife Juggler hat mal schon ordentlich seinen Job gemacht in dieser Runde. Und wieder eine Runde, die sehr gut gelaufen ist. Yay! So, ich habe gesagt, dass ich auf YouTube mal die Arena-Episoden in eine Playlist packen soll. Kann ich gerne mal machen. Das ist keine verkehrte Idee. Werde ich mal machen. Ich werde aber dann Playlisten anlegen. Ich werde dann eh noch mal demnächst irgendwann anfangen mit Constructed spielen und ein paar anderen Sachen und von daher werde ich auch mal eine Playlist anlegen. Kommt! Northshire Cleric hätte ich ganz gerne dabei gehabt. Unbound Elemente. Echt starke Karte. Time for killing. Aber ich glaube, ich habe den Griff. Solange er sich das Overload ausspielt, dann wird es nämlich langsam unangenehm. Aber falls er nichts mit Overload ausspielt, kriegt man den ganz gut in den Griff. We must cleanse the Sunwell. Schon mal unangenehme. Aber immer noch machbar. Let us see if this works. Let the dark in. Ja. Ja, das passt schon. Soweit erstmal. Let's get physical.
Let's get physical! Is someone injured? Jetzt haben wir noch eine Karte. Ich kann sie sogar noch ausspielen. Wie hübsch. It's time for a little blood. Let the dark in. Passt. Feel the power of the wind. Auf dem guten Haunted Creeper. Jetzt wollte er loswerden. Ja, schade. Mit ein bisschen Healing und so hätte man durchaus noch ein bisschen was machen können, ne? Naja, ich kann allerdings auch ein bisschen was machen. Schauen wir mal. 5 haben wir jetzt. Wie wollen wir denn mal zuerst loswerden? 3-3 hat der. Mach mal das nochmal so. Den habe ich nicht immer noch. You shall not pass. Und ihn hier. Das passt. In der nächsten Runde immer noch heilen. Wieder Mana kassieren. Beide noch volle HP. Ganz lustig. Genau. Fünf, vier. Das gefällt mir nicht. Wind Fury und kann den falschen Target angreifen. Der gefällt mir echt nicht. Ich will aber eigentlich ungern meinen Strangleform Tiger opfern, aber ich glaube, das ist das Richtige an dieser Stelle. Ich werde einfach erstmal nochmal vorher meinen Northshire Cleric heilen und gucken, was für eine Karte ich ziehe. Vielleicht ist genau die richtige. Noch ein Northshire Cleric. Na egal, der muss weg. Bringt ja nichts. Right away. Is someone injured? Und da ich so schnell hoffentlich nicht keinen Gegner auf dem Feld haben werde, überlege ich gerade, ob ich einen zurücknehme. Mach mal das mal. Und wie es aussieht, wird mich das eine Mana in der nächsten Runde nicht umbringen. Von daher probier's einfach mal so. Ja, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, weil ich alt getappt war. Ach, durch den Arc-Einwurf. Natürlich. Und mein Ancient Brewmaster hat er gehext. In der Tat, gefällt mir nicht. 2-1. I wonder. Das ist alles jetzt gerade gar nicht mal so geil. Ja, gut, ich habe immer noch deutlich mehr Karten, also es könnte jetzt schon schlimmer aussehen, aber so richtig geil ist es trotzdem nicht. I wonder. Let us see. Right away. Someone
Gefällt mir nicht. Naja. Aber erstmal den mit dem 3-2er den Taunt killen wahrscheinlich. Sei denn, zieht jetzt irgendwie eine gute Karte. Ach, die Stormforge Axe. Die nervt jetzt ein bisschen. Can I help you, sir? Unseren Kartennachteil löst er jetzt mit dem Jeeves ein bisschen auf. Jetzt wäre der Wolf halt ganz gut, dann hätte ich nämlich über 2 Attack und könnte ein bisschen mehr draus machen. Right away. Hole ich mir den Dark Iron Dwarf, so gefährlich ist er nicht. Glaube ich, mach's nicht. So, Karten. I hear you got a problem. Right away. So. Ich denke schon, dass er noch irgendwie mal eine gefährlichere Karte in der Hand haben wird als den Dark Iron Dwarf. Dafür hebe ich mal Mind Control mal auf. Außerdem kann ich auch noch Mind Control Tech machen in der nächsten Runde. Zum Komm, ich spiele noch eine Karte aus. Ja. Ich garantiere das Totem. Ich möchte gern. Die Chance ist 50-50, dass ich was Vernünftiges kriege. Mit Mind Control Tech. Ein 1-4er mit einer Ability, die ich nicht gebrauchen kann. Problem solved. Tja, Holy Nova jetzt ist auch nicht so der Bringer. Ravenhold werde ich wohl verlieren. Das Problem ist nämlich, selbst mit der Holy Nova bleibt der Dark Iron Dwarf immer noch übrig, deswegen bringt mir es nicht so wahnsinnig viel. Aber es spricht halt auch nichts dagegen, das zu machen. Aber machen wir es doch. Ihn zu heilen. Was wie viel macht der? 2. Na, ich heile ihn doch, weil ich kann ihn mit der Waffe killen. Und das wollen wir ja nicht. Dann spiel noch mal was richtig Starkes aus für 9 Mana oder so. Dann kann ich nicht mal Mind Control Tag mal vernünftig einsetzen. Wie wär's denn damit? Nicht Mind Control Tag, sondern Mind Control direkt. Na, was passiert jetzt? Pay attention, class. I'm ready to leave. It's time for a little blood. Let me get that. Ich bräuchte was mit Spell Power. Das wäre an der Stelle nämlich gar nicht so verkehrt. Who are you? Ich würde den guten Jeeves einfach mal suiciden demnächst. Oh, yes, sir. Ich verliere meinen ganzen schönen Kartenvorteil, den ich hatte. Demnächst lasse ich ihn einfach da, weil ich dann auch davon profitiere.
Yes, sir. Das ist mir nämlich langsam egal. Jetzt soll er so eine starke Kreatur spielen. Das ist ja wohl mal nicht zu viel verlangt. Mein Molten Giant in dieser Runde wieder sinnlos, weil ich einfach keinen Schaden kriege. I wonder. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein. Mal eine gute Kreatur ausspielen. Jetzt auch die blöde Münze mal aus, damit ich einfach eine neue Karte ziehe, die vielleicht sinnvoller ist. Gar nicht so schlecht. Wie gesagt, wenn er eine starke Karte spielt, hole ich die mit Mind Control zurück, was nicht so verkehrt ist. Ich hätte nie den Molten Giant los, aber praktisch immer eine schlechtere Karte auf der Hand. Oder eine Karte, die ich nicht ausspielen kann. Das ist gar nicht so schlecht. Mit dem Boulder Fist Ogre lohnt sich das endlich mal. Ich glaube, jetzt suche ich den Jeeves mal. Wie gesagt, er kann sonst drei Karten ausspielen, zieht drei neue. Ich kann höchstens zwei ausspielen. Und langsam reicht es mir. Nicht überraschen. Attend me. Ranger detected. 5, 6, das reicht in der Runde noch nicht. Das ist gut. Bisschen Overkill. Ja, das ist die Wahl Shield, aber ich habe ja keine Wahl. Flametank-Totem. Na, jetzt kann er dann durch das Flametank-Totem. So Sau. Das war gar kein schlechter Turn von ihm. Werden. So, jetzt kommt es drauf an, was er zieht. Die sieht gerade ganz gut aus für mich. Blood and Plunder. Natürlich mit Taunt. Natürlich. Warum auch nicht? Ja.
Den werde ich jetzt schon nochmal los. Wenn ich lieber hier was treffen können. Ah. Sehr schön. Kommt sehr passend. To battle! Leider kann ich ihn trotzdem in der nächsten Runde wegnehmen. I'm almost out of cards. Noch weniger Karten als ich. Krass, dass er die so schnell gezogen hat. Ich habe noch diesen scheiß roten Giant auf der Hand. Nein. Okay, das sieht jetzt gerade ein bisschen bitter aus. Das lief sehr gut bis vor 2-3 Runden. Und jetzt ist halt, wie gesagt, ganz halt der sinnlose Molten Giant. Dass ich den auf der Hand habe, kostet mich gerade richtig. Den spiele ich, glaube ich, diese Runde nicht mal aus. Ich setze darauf, dass er ihn vielleicht killt und ein bisschen aufs Face geht. Und dann werde ich den Molten Giant ausspielen und den Twilight Drake und dann mal gucken. Ich muss nur noch eine Weile überleben, vielleicht schaffe ich es sogar durch Fatigue. Er hat wie viel Damage? 10 Damage auf dem Brett. Vier, sieben, 13, 14. Job done. Ah, sieht ziemlich gut aus für ihn. Vor allem, wenn ein Minion von ihm stirbt, zieht er eine Karte. Ist gar nicht so schlecht. Gerade. Mal schauen, ob er komplett aufs Face geht. Er will den loswerden. Den Kaltmaster. Weil es ihm sonst eine Karte kostet. Mich oder spiele ich den Fairy Dragon? Ich glaube, ich spiele den Fairy Dragon. Nächste Runde hat er 7 Damage auf dem Brett. Das tut mir noch nicht so weh. Damit kriege ich ihn weg und komme durch. Job done. So. Das sieht gut aus. War ein wieder interessantes Match. Wie das gegen den Priester. Gegen das Priester habe ich halt leider verloren. Und hier sieht es so aus, als würde ich gewinnen. Also, mir fällt jetzt nicht ein, wie ich das noch verlieren kann, ehrlich gesagt. Er kann natürlich aufs Face gehen. 7 Schaden. Das juckt mich nicht. Ich komme nächstes Mal durch. 8 und dann stirbt er am Anfang seiner Runde. Also eigentlich... Well played. Kann er da nichts mehr machen. Der gute Mann. Interessante Runde gewesen. Gucken, wie es bei euch aussieht. Kurz ein bisschen im Twitch-Chat schauen. Er überlegt noch, ob er irgendeinen Weg gibt, wie er da rauskommt aus der Scheiße. Und nein, gibt es nicht. There is little time. Na ja, jetzt hat er es eingesehen. Ich will doch ins Bett.
Ich will doch nur ins Bett. Warum geht das heute so lang? Ich will die Arena heute noch zu Ende spielen. 6-2. Wie gesagt, schade um den schlechten Anfang des, der Runde durch den einen Disconnect. Und dann, na, das, wie gesagt, das eine Spiel gegen die Priester, aber jetzt 6-2. Es könnte 6-1 stehen, es könnte 6-0 stehen, es könnte 12-0 stehen. Nee, vielleicht noch nicht.